Ja, Teelichter werden ja gerne benutzt und also ich finde, es ist auch immer ein super schönes Geschenk. Und heute habe ich mal große Teelichter, also diese Maxi-Teelichter, und daraus will ich eine coole Verpackung machen, also zum Beispiel einen Adventskranz to go. Du benötigst das Produktpaket Snowman Magic. Das ist aus dem Mini-Katalog Herbst, Winter, Weihnachten 2022, also gerade aktuell. Du benötigst Farbkarton in extra stark, also Grundweiß in extra stark, weil die Kerzen natürlich ein bisschen schwerer sind. Du benötigst Farbkarton in Aquamarin, ein Stück Klarsichtfolie zum Dekorieren, ja, vielleicht dieses Glimmerpapier aus dem Mini-Katalog oder das Samtpapier, Silber oder Gold, also sowas in der Art zum Dekorieren. Dazu natürlich Schere, deinen Papierschneider und Klebstoff. Ja, und los geht's. So, ich starte mit dem Unterteil, also mit dem Grundweiß, mit dem extra starken Grundweiß. Und das hat jetzt eine Größe von 17,2 mal 17,2. Ich falze das Ganze rundherum auf 3 cm. Dann an zwei gegenüberliegenden Seiten die Falzlinien einschneiden. Alles gut falzen und zu einer Box zusammenkleben. So, jetzt sollten 4 Kerzen passen. Genau. Als nächstes ist der Deckel dran. Da habe ich das Aquamarin und das hat eine Größe von 15,5 mal 15,5 und das wird rundherum auf 2 cm gefalzt. Jetzt ist meine Stanz- und Prägemaschine dran und aus den Stanzformen diese schöne. So, das passt hier super drauf. Also bis 16 cm habe ich ausprobiert, kannst du es drauflegen. In diesem Fall habe ich das ganz mittig draufgelegt, aber ich habe mir hinterher überlegt, das muss ja eigentlich gar nicht. Ich kann es ja auch an die Seite legen und das will ich jetzt mal machen. Das heißt, ich achte nur darauf, dass es oben und unten gleichmäßig ist und dass hier an der Seite das auch möglichst gerade ist. Ich glaube, so ist das ganz gut. Ich lege es nur so, dass hier der Rand etwas breiter ist als da. Denn ich muss ja auch noch sehen, dass ich meine Folie sicher da drauf bringe. Und ich gehe in diesem Fall auch immer hin und zurück, damit auch wirklich alles gut geschnitten ist. So, sieht ja schon cool aus. Jetzt wird das Ganze entweder gleich gefalzt oder auch geschnitten, wie dir das am liebsten ist. Ich schneide jetzt schon mal. So, und jetzt wird es aber auch gefalzt. Da ein bisschen vorsichtig sein, weil du ja ziemlich dicht am Rand bist. Ich verwende als Klebstoff das Doppelklebeband und Klebepunkte. Erstmal kommt das Doppelklebeband dran. Das setze ich
vorne an die Kante und hinten an den Rand. Und jetzt muss ich das hier noch platzieren. Es ist etwas breiter, deswegen messe ich mal in etwa, wie viel ich brauche. So, knicke jetzt den einen Rand ganz um und klebe mir das jetzt hier auf die Fläche. Ein kleines Stück brauche ich noch. Oder nö, kommt fast hin. So. So, hier passt jetzt kein Klebeband mehr hin. Das wird sehr wurstelig und das ist mir ein bisschen zu schmal dafür. Da nehme ich mir einfach ein paar Klebepunkte und fixiere jetzt an den breitesten Stellen. So, zusätzlich gucke ich noch, kann ich noch Klebepunkte, die ich so ein bisschen kleiner mache, ein bisschen schmaler mache, noch irgendwo hinsetzen, damit das Ganze noch ein bisschen ja, unterstützt wird. So möglich wäre auch, dass du noch kleine Stücke vom Klebeband mit aufbringst. So, jetzt ziehe ich hier die Schutzschicht ab. Und das, was übersteht, das falte ich jetzt auf die andere Klebefläche. So. Genau. Wieder zurückfalzen. Die anderen Klebestreifen abziehen. Hier steht es auch etwas über, das gebe ich auch wieder zurück auf die Klebefläche. Jetzt kommt meine Folie und die klebe ich jetzt von innen natürlich dahin, wo ich den Kleber aufgebracht habe. So, das sollte geklappt haben. Wunderbar. Und jetzt klebe ich das Ganze wieder zusammen. Wenn ich jetzt alles richtig gemessen und geklebt habe, dann sollte jetzt mein Deckel auch passen. Ja, passt. Cool. So, es lässt sich natürlich auch ganz super eine rechteckige Verpackung machen. Die Maße, die stehen in meinem Basteltipp. Und den kannst du dir auf meiner Seite ausdrucken. Die Maße für die quadratische Box stehen auch nochmal drin, aber die hast du ja schon hier. So, und jetzt habe ich mir gedacht, das sieht doch auch bestimmt cool aus, wenn man diese tolle schimmernde Kordel nochmal rundherum gibt. Dafür habe ich mir an die strategisch wichtigen Stellen wieder unsere Klebepunkte gegeben. Also hier, hier, da, da. Und Anfang und Ende sind hier. Und da sich das immer so leicht, so schwierig verstecken lässt, gebe ich jetzt noch mal eine Schleife da drauf. Und ich glaube, dann passt das schon, oder? Die Box ist relativ hoch, 4 cm. Also du kriegst schon einiges da rein. Beim letzten Teamtreffen haben wir zum Beispiel so eine Schüttelkarte draus gemacht. Auch obersüß, hier mit dem Designerpapier Santa Express. Weihnachtsexpress, also ganz süß und mit viel Glitter und ja, richtig toll. Aber jetzt habe ich auch meine Boxen fertig. Hier habe ich aus dem Set Allerbeste Grüße, Kerzen, Kakao und Tannenduft, Weihnachten liegt in der Luft. Und das habe ich einfach auch auf Aquamarin, weil das Unterteil ist in Aquamarin, dann in Weiß geprägt.
also mit Embossingpulver und nochmal ein bisschen Glitter dahinter gesetzt. Das ist unsere rechteckige Briefmarke. Hier habe ich auch nochmal ein bisschen Glitter. Das ist jetzt die Verpackung in Aquamarin und also nicht in der Mitte, sondern an der Seite. Ich finde, das ist eine super tolle Sache. Ja, also gefällt mir noch besser, als wenn das jetzt in der Mitte ist. Und dann hier ist the most magical time of the year. Ja, das ist also auch aus diesem Set Snowman Magic. Und ich glaube, das versteht jeder. Ein bisschen Glitter hier, so ein Baum und hier den kleinen Hasen auch aus dem Set. Da habe ich den Puschelschwanz nochmal geplustert mit unserer Plusterfarbe, auch ganz toll. Ja, und hier habe ich jetzt noch keinen Spruch drauf, aber ich habe auch schon einen Schneemann drauf und eine kleine Glocke, die mir noch irgendwie so in die Hände fiel. Total witzig. Hier haben wir ja auch diese kleinen schwarzen Accessoires, die man gut als Knöpfe oder so nehmen kann. Und den Hut habe ich in Schwarz geprägt. Schwarz ist in unserer Basic, in dem Basic Set, da ist farblos Weiß und Schwarz drin. Also auch ganz toll. So, ich habe jetzt hier schon wieder drei tolle Verpackungen für die Weihnachtszeit. Ja, was wirst du basteln? Was für eine Verpackung? Ich bin ganz gespannt.